I love Germany. Oh my God. Wow. Jo, meine Freunde, wie ihr unschwer erkennen könnt, sind wir an der Beach Road in Phuket, meine Freunde. Und heute haben wir einen ganz besonderen Abend, nämlich AJ, ein Zuschauer aus Berlin, ist extra hier nach Phuket geflogen, damit wir heute einen vernünftigen Vlog mal über die Bangla Road drehen können. Heute drehen wir uns mal für euch durch die Bangla Road. Wir zeigen euch, was aktuell los ist, meine Freunde. Wir nehmen euch mit, Vlog-mäßig durch die ganze Nacht. Wir treffen AJ so in 20 Minuten an einer meiner Lieblingslokale direkt an der Beach Road. Wir nehmen euch mit. Kommt mit quer durch die Nacht. Viel Spaß. Los geht's. Jo, meine Freunde. Hier beginnt der Abend ganz oft bei mir. Patong sein. Hat man übrigens einen guten Ausblick. So an die vorbeifahrenden Autos, so das Treiben der Nacht kann man sich mal so ein bisschen einstellen. So. Finde ich super, finde ich gigantisch. Holt euch aus dem 7 Bier, hockt euch vors Patong sein. Prost! Und natürlich wie immer dabei, Taki Chen. Hallo meine Freunde, was geht ab? Was geht ab, meine Freunde? Wir werden es feststellen noch. Es wird auf jeden Fall eine legendäre Nacht, meine Freunde, ist doch ganz klar. Wir sitzen jetzt im Buffer in Sub, weil es draußen angefangen hat zum Regnen. Warten auf AJ und haben schon mal die erste Chang Beer Promotion hier geordert. 4 Chunks für 300 Baht. Sagen wir doch mal Damm. Damm. Okay, meine Freunde, AJ ist am Start, der Mann, der uns durch die Nacht begleiten wird. Dann bringen wir doch mal gleich ein dickes Brüsschen auf AJ aus Berlin. Jo, freue mich hier zu sein. Prost. Es wird auf jeden Fall lustig heute, meine Freunde. Prost. Meine Freunde, natürlich hat meine Frau Hunger und wir müssen mal kurz dieses Lokal noch mal verlassen, dass wir natürlich essen können, ist ja ganz klar. Also hier wir Beach Road Patong. Bye bye. Bye bye. Taki hat natürlich ein Restaurant gefunden, das passt. Kaboom!
Okay, Taki hat eine super Idee. Taki hat die Idee des Abends vielleicht sogar. Zumindest erzähl mal. Ich muss machen Ghost Pepper. Mit Edges. Ja. Kann ich locker essen, ja. Kannst du locker essen? Bestimmt, ja. Ich kenn's nicht, ja. Können wir gerne machen. Wir haben eine Challenge, meine Freunde. Wir haben die erste Challenge im Video. Ghost Pepper. Die schärfsten Instant-Nudeln, die du in Thailand bekommen kannst, vom 7. AJ Taki. Da-da-da-da. Da-da-da-da. Können wir gerne machen. So, wir sind natürlich gut gesättigt. Wie war die Pizza? Sehr gut. Hat wirklich sehr gut geschmeckt, muss ich schon sagen. Was muss ich schauen? Oh, da macht der Mann eine Pizza. Schaut mal, das ist wirklich echte Holzofenkunst hier in Patong. Genau, das ist der Ofen. Also jede Pizzeria in Patong hat gefühlt, also optisch zumindest den gleichen Holzofen. Und wir vermuten da so eine Holzofenlobby dahinter. Also krass mafiös verstrickte Strukturen im Holzofenmarkt in Patong, meine Freunde. Wenn ihr was wisst, in die Kommentare. Okay, meine Freunde, AJ hat was Gutes gesagt. Komm mal, AJ. Was hat AJ gerade gesagt? Na, rein ins Vergnügen. Los geht's, meine Freunde. Erster Eindruck vom Bungalow Road? Also überwältigend. Bist du bereit? Auf jeden Fall, ich esse sie locker weg. Jetzt bin ich mal gespannt. Muss ich schneller sein als Taki, oder wie? Es geht nicht um Geschwindigkeit, wir machen easy. Der Topf muss leer gefressen werden. Ja. Es ist die Ruhe vor dem Sturm, meine Freunde. Noch weiß AJ nicht, was auf ihn zukommt. Let's go! Was sagst du? Sei ehrlich, gleich. Ist wie so eine Zahnarztbetäubung. Also wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt noch eine Wurzelbehandlung machen. Bei mir. Also ist schon scharf. Ist immer noch weit drin. Ich tue mich schwer auf jeden Fall. Nochmal Note, 0 bis 10? Ja, eine 9 auf jeden Fall. Also ist schon sehr scharf. Ja, es hat wirklich angefangen zum Regnen auf der Bungalow Road. Wir hocken zum Glück unter so einem Schirm. Aber alle mit Regencape oder zumindest ganz viele oder Schirm oder egal. Kalt ist uns nicht, da wir schöne, heiße, warme Nudeln essen hier. Wir machen einen warm. So. Bin durch. Also AJ hat es auf jeden Fall gemacht, er hat die Nudeln komplett leer gegessen. Ganz großen Respekt, meine Freunde. Haut mal in die Kommentare für den Move. Ganz großen Respekt für AJ raus. Er hat geschafft!
Danke, danke. Aber sag mal ehrlich, wie geht's deinem Mund? Ja, wie nach einer Zahnarztbetäubung, also alles tot. Okay, meine Freunde, wir haben eine Challenge. Wir haben die zweite Challenge der Nacht sozusagen. AJ und ich, wir schießen jetzt mit diesen BB-Guns und der, wo mehr Punkte hat, also der, wo weniger hat, der bezahlt das nächste Bier. AJ, was sagst du? Können wir gerne probieren, ja. Du bist zwar schon Experte hier drin, aber ich mache mit, okay. Ja, guck mal, also es ist auch immer so ein bisschen Glücksding. Ich kenne die Pumpen ja nicht. So. Bam, bam, bam. Du fängst an. Ja, gut, danke. AJ, gut vorgelegt, aber ich muss einmal nur die 10 treffen. Wo sind die 10? Ja, die ist weg. Nicht schlecht. Hast du schon gewonnen? Moment, sorry. Nochmal. Also, dann bekomme ich von dir das nächste Bier, mein Freund. Ja, ne, auf jeden Fall. Ich suche die Bar aus. Der Bangla Road in seinem Leben. AJ kennt aber in Thailand auch viele andere Walking Streets, sag ich mal. Sag mal jetzt mal Real Talk, ohne dass wir uns abgesprochen haben. Wie findest du hier Bangla Road im Vergleich zu allem anderen, was du kennst? Also ist auf jeden Fall deutlich gebündelter hier noch zum Beispiel als in der Walking Street in Pattaya. Hier geht es auf jeden Fall sehr gut ab.
wir haben ja noch nicht mal alles gesehen. Also, aber das, was wir gesehen haben, ist schon überwältigend. Was passiert nach der Bangla Road immer? Wenn man fertig ist, dann geht man noch zum Strand. Und dann hockt man sich am Strand nochmal auf so ein Stühlchen oder auf dem Boden, hat ein Bierchen. Und das ist nochmal der Abschluss von Patong, meine Freunde. Wenn ihr in Patong seid und Party macht, der Strand ist immer noch der Abschluss. Ja, dieser Mann ist klug, der sucht hier nachts, sucht er in Patong Beach auf jeden Fall noch irgendwie 10 Bat-Münzen, die den Leuten aus der Hosentasche gefallen sind am Tag über. Macht Sinn, ich glaube, da kommt was zusammen, oder AJ? Kommt da was zusammen? Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Richtig. Fall. Es war ein super Abend, es hat ein bisschen zum Regen angefangen, ist aber egal. Wir machen natürlich immer das Beste draus. Das ist Bangla Road, meine Freunde, 2023. Absoluter Hammer. Das Einzige, was mir noch im Magen liegt, sind die Nudeln, die mir Taki hier serviert hat.